Was sind die wichtigsten Erkenntnisse dieser Studie? Ja, also man kann, glaube ich, zusammenfassen, das UPS-Modellvorhaben ist ein wirklich großer Erfolg gewesen für Hamburg. Das zielt nicht mal ab auf die Themen Verkehrsentlastung und Umweltentlastung. Ich habe die Zahlen dargestellt, das ist natürlich aufgrund der Dimension dieses Modellversuchs, sind das eher kleine Zahlen. Insofern würde ich das jetzt nicht an den Zahlen zwingend festmachen, sondern eher an dieser positiven Grundstimmung, die davon ausgeht. Ich glaube, insgesamt haben wir gezeigt, dieses Vorhaben mit den Microhubs ist wirtschaftlich zu betreiben, weitgehend. Das haben wir auch in der Studie analysiert. Das hat aber auch einen hohen Imagegewinn gehabt, eben nicht nur für UPS, sondern eben auch für die Stadt Hamburg. Ich bin oft an der Stadtwassermühle gewesen, habe viele Gruppen da gesehen, die auch von weiter weg gekommen sind, sich das angeschaut haben. Hamburg ist in vielen Fachartikeln gewesen und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Hamburg hier gepunktet hat und eben als Stadt mit Modellcharakter wahrgenommen wird. Aber da müssen wir halt jetzt nachlegen und dieser Rolle müssen wir eben gerecht werden. Insofern ist eben erforderlich, dass wir uns jetzt eben überlegen, was sind die nächsten Schritte, welche weiteren Maßnahmen brauchen wir und wie können wir weitere Projekte initiieren, um dieser Rolle, die wir jetzt einmal eingenommen haben, auch zukünftig gerecht zu werden. Du hast ja verschiedene Punkte dort vorne auch zur Abstimmung dargeboten und das Thema Microhubs oder der Einsatz von Microhubs, also von dauerhaften Lösungen in diesem Bereich, ist ja ganz stark bewertet worden. Wir haben einen Immobilienentwickler unter uns. Beschäftigt sich Goodman mit dem Thema, wo sitzt er denn? Da sitzt er. Microhubs. Ja, Goodman versteht sich als professioneller Entwickler und Investor in Logistikimmobilien. Und der vor allem Onlinehandel ist eine ganz wesentliche Zielgruppe, die wir in Deutschland bedienen. Wir haben über 1 Million Quadratmeter Gebäudefläche schon für den Onlinehandel zur Verfügung gestellt, für Kunden wie A wie Amazon, bis Z wie Zalando. Und für uns ist es nur folgerichtig, dass wir den Kunden jetzt folgen auf dem Weg in die Städte. Denn die Online-Händler wollen ja immer kürzere Lieferversprechen eingehen und brauchen dafür die passende Infrastruktur. Und die wollen wir bei Goodman unseren Kunden zur Verfügung stellen, indem wir uns mit sogenannten Urban Distribution Centern beschäftigen. Die sind ein Stück weit größer als das, was wir heute gehört haben, was die klassische Größe eines Mikrohubs sei. Unsere Kompetenz sehen wir jetzt nicht darin, 10 Quadratmeter Mikrohub am Neuen Wall zur Verfügung zu stellen, sondern wir planen Projekte, die eine Größenordnung haben zwischen 5.000 und 10.000 Quadratmeter. Und wir sind besonders glücklich, dass wir hier gemeinsame Anstrengungen mit der Stadt Hamburg und dem Hamburger Hafen es geschafft haben, auf der Peute, direkt neben den Elbbrücken und damit in sehr zentraler Lage, für den Kunden Amazon ein Projekt realisieren zu dürfen, was noch dieses Jahr go live gehen wird.